Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, ja, Dreiecke kann man sonst wie mit einem Zirkel konstruieren. Da ich drei gleiche Seiten habe, nutze ich auch, man sagt hier, das ist eine Seite, eine Seite, eine Seite, nutze ich folgenden Kongruenzsatz, sagt man dazu. Kommen wir später. Seite, Seite, Seite. Irgendwelche Fragen? War was? Gut? Okay. Und das nutze ich jetzt mal für ein pythagoreisches Dreieck. Ich sage mal noch nicht, was es ist, sondern nehmen wir mal an, ich möchte, es ist Folgendes gesucht, ein Dreieck soll ich konstruieren mit den Seiten C gleich 5 cm, B gleich 4 cm und A gleich 3 cm. Das hat eine ganz besondere Eigenschaft, aber das sehe ich im Allgemeinen erst hinterher. Naja, dann kann ich doch Folgendes sagen, ich fange mal mit der Seite C an, also gerade machen, Startpunkt, einpieksen. Das mache ich jetzt mal in Grau, da geht es besser. Und 5 cm festlegen. Jetzt habe ich hier meine 5 cm, das wäre Seite C. Jetzt sage ich, okay, wenn ich das gleich mit einem Zirkel wieder mache, so wie hier oben, hier mit dem Lineal und 4 cm in die Zirkelspanne nehme, wird Folgendes passieren. Die Seite B lasse ich mal hier drüben liegen. Ich mache dann hier wieder einen Kreisbogen. Und das seien jetzt 4 cm. Und ich nehme das wieder, jetzt die Seite A in den Zirkel und schlage hier ein und mache hier einen Kreisbogen. Oh, dann sage ich, schade, dann hat das nicht gereicht. Dann muss ich nochmal die Seite B verlängern, damit ich hier überhaupt einen Schnittpunkt hinkriege. Verbinde das Ganze dann. Also hier hatte ich 4 cm und hier 3 cm. Hier auf dem Bildschirm sieht man es nicht ganz so, dann entsteht hier oben ein rechter Winkel. Der Pythagoras, das war ein Gelehrter, der hat Folgendes herausgefunden. Wenn die Seitenverhältnisse so sind, dass ich sagen kann, die eine ist 5 cm, die nächste 4 und die nächste 3 cm lang, dann muss ich ein rechtwinkliges Dreieck bilden. Das ist der sogenannte Satz des Pythagoras. Das machen wir dann in der 8. nochmal. Ich kann also, man sagt auch die 3 4, 5 Regel. Das Schicke ist, dass die Zahlen schön zusammenhängen. Ich kann also mit Hilfe dieser einfachen Konstruktion, wieder Seite, Seite, Seite mit dem Zirkel, kann ich ganz schnell ein rechtwinkliges Dreieck basteln. Ich kann es auch zum Konstruieren von rechten Winkeln nehmen. Aber das hatten wir ja gesagt, das geht so wesentlich eleganter. Denn wenn ich hier noch ein Dreieck reinmale, dann wird meine Zeichnung immer verrückter und ich sehe meinen ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also nochmal. Ich kann mit Hilfe der 3-4-5-Regel, also 3 cm, 4 cm, 5 cm oder 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter, 3 Kilometer, 4 Kilometer, 5 Kilometer, immer die gleichen Maßeinheiten, kann ich tatsächlich rechtwinklige Dreiecke basteln. Ich kann auch sagen, ich nehme alle Seiten mal 2 zum Beispiel, alles mal 2. Dann habe ich hier 10 cm, hier 8 cm und hier 6 cm. Auch dann wäre das ein pythagoreisches Dreieck ergeben. Ich kann auch mal 20 nehmen, dann kommt noch eine 0 dahinter und so weiter. Das bloß mal nebenbei. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ich arbeite mit einem Lineal und einem Zirkel und kann dann hier ganz schicke Dreiecke nach dem Verfahren Seite, Seite, Seite basteln. Ohne dass ich auf irgendwelche Winkel achte, entstehen rechte Winkel. Ich mache das Video an der Stelle gleich dicht. Oder gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Geht? Und das war eigentlich Pille-Palle. Gut, dann viel Spaß beim pythagoreischen Dreieckkonstruktionen.